Hallo Leute, ich begrüße euch zur womöglich letzten Folge, die neunte, zu Dune Spice Wars. Denn wir sind kurz davor, den Sieg zu erringen. Es gibt nur noch die Hakon und uns. Und sie sind mir hoffnungslos unterlegen. Es sei denn, die haben zum Beispiel diese Aktion hier mit den Spionagegeschichten auch so weit wie ich und könnten mir theoretisch den Todesstoß geben, bevor ich es schaffe, ihnen eine zu verpassen. Ich sehe schon, aktuell kann ich mir das nicht mal leisten, weil ich nicht genug Solari habe und ich mache sogar Minus. So, mal gucken, was kostet überhaupt die Eroberung einer Siedlung? Oh, richtig viel. Oh, Wurmalarm. Gehen wir gleich wieder zurück. Wir auf die Würmchen warten. Was wird das denn, Junge? So hier die erobern. Raumgilde Bestechungsgeld. 25 Tage Zeit. Ich mache 94. Also 1800, 1000, 2400, 2250, 2300 ungefähr. Aktion eliminiert. Relevanter Ort untersucht. Wo wäre er denn hin? Heuere sie für einen Raubzug an. Cool. Wie witzig. Noch mehr Truppen. Aber ich brauche die Kohle aktuell. Es gibt nur noch die Hakonnen und uns. Das Ende steht kurz bevor. Oh, was macht ihr denn da? Wollen die denn hier Ringepiez mit anfassen? Militärparade. Das ist eine Militärparade, die hier stattfindet. Autorität habe ich im Voll. Bringt nichts. Für 60 Tage Gouverneur zu bleiben, zu einem politischen Sieg. Die gewählte Fraktion erhält für 60 Tage Gouverneur zu bleiben, für zu einem politischen Sieg. Okay. Jugendgouverneursamt. Jugendgouverneursamt. Ach, das ist das. Das ist jetzt diese Chartergeschichte. Ich habe das jetzt soweit vorbereitet. Oder was? Regionen von Arrakis werden kontrolliert. Führt zu einem politischen Sieg. Egal, wir testen es mal aus. Tue einfach mal alles rein, was ich habe. Mal gucken, was passiert. Ja. Er hat die Siedlung da oben erobert. Der Hakon versucht sich weiter auszubreiten. As fast as I can. Yes, received. Meine Truppen sind fast wieder einsatzbereit. Ah ja, hatten wir schon. Dies hatten wir schon. Die Dings sind alle wahrscheinlich auf Maximum, nehme ich an. 3, 3, 3, 3. Hier ist noch einer. So, gibt es noch ein Spicefeld, das wir irgendwo schnell erobern könnten, was in direkter Reichweite liegt? Das hat sich der Hakon gerade geschnappt, das können wir ja wieder wegnehmen. Dann kriegt er nochmal auf den Nuss von dem Dings, von dem Imperium.
kostet 560. Ja, wie soll das gehen? Ach ja, genau, da war ja was mit der Forschung. Das hatten wir schon festgestellt. Genau, Abzug auf Dörfer im eigenen Besitz für das Annektieren eines neuen Dorfes ist um 30% reduziert. Ja, wollen wir mal gucken, was, wie groß der hier der Erfolg dafür ist. Wie viel das ausmacht. Relevante Orte untersucht. Super. Aufruf. Die Völker von Pfanne und Graben sind unzufrieden mit dir. Finde einen Weg, sie glücklich zu machen. Die Unzufriedenheit auf etwas anderes lenken. Übernimm die Kontrolle über, ein neues Dorf. Arbeitsplätze schaffen. Baue Gebäude. Mhm. Also ich muss irgendwo ein Gebäude bauen, ja? Das dürfte ja nicht so schwer sein. Raketenwerfer kann ich wegmachen. Was könnten wir denn hier mal schönes bauen? Wir können hier mal ein Spice-Silo bauen, ne? Spice-Silos. Hier gibt es Spice und hier gibt es Spice. Also wenn es hier und hier Spice gibt und ich böte hier ein Spice-Silo. 20 plus 20 Produktion für Spice in verbündeten Dörfer der Region und maximal und Nachbarn. Ja, dann wird das ja hier was bringen, nicht wahr? Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau wie hier, könnte ich das genau dasselbe könnte ich auch hier machen. Das Stahlfabrik, Rekrutierungsbüro, Verarbeitungsanlage, Windfalle. Die Windfalle könnte theoretisch weg, aber... Ach, wir geben das einfach aus. Zack. Voll auf Spice. So, und hier haben wir theoretisch auch nochmal die Möglichkeit, um Spice zu boosten. Relevante Orte untersucht. Ja. Feature-Erhöhung, Erkennung brauchen wir nicht mehr. Kann es sein, dass die immer mal wieder auftauchen? Kommt mir so vor, ne? Als würden die immer mal wieder spawnen. Sobald diese Dings fertig sind, die Spice-Dilos, müsste das ja eigentlich, zack. Ja. Das Ergebnis wird ohne weitere Folgen enden. Das Ergebnis wird ohne weitere Folgen enden. Okay, schön. Erhöhen wir die Spice-Produktion. Und jetzt sind wir bereit für den Kampf. Oh, guck mal, kaum bewege ich mich, macht der Junge einen Rückzug. Und wie sieht es mit der Forschung aus? Ist sie durch? Was kostet mich jetzt die Eroberung? 400, super, kann ich machen. Könnte ich jetzt machen. Die amüsieren sich doch ganz schön. Und dann haben wir jetzt hier die Dings noch. Die ist fast auf Stufe 2. Oder ist auf Stufe 2? Ne, das hier fehlt noch, das ist noch nicht voll. Und ich habe noch einen Agent über. Was mache ich denn mit dem? Du kannst der Infiltration aller Fraktionen einen Agenten mehr hinzufügen. Dann kann ich bei den Hakon 3 machen.
Politische Haltung. Mehr Einfluss in Stimmen. Mehr Stimmen. 10% der Stimmen, die du für nicht verabschiedete Resolutionen abgibst, werden als Einfluss zurückerstattet. Oh, schön, schön, schön. Ericus belong to the Fremens. Na, wie sieht's aus mit der Revolution hier? Haben sie das bewältigt? Sieht wohl so aus. 1, 2 Raketenwerfer. Eine Schwere, eine Sprengung und eine Distanzmiliz hat gereicht. Lead us to freedom. Lead us to freedom. Jetzt kommt die Wüstenmacht. We'll avoid the sun. Shahalud willing. Oh, guck mal, der Stern hier. General. Maximale, wahrscheinlich maximale Erfahrung. Kohle, Kohle. Wir brauchen immer wieder Kohle. Friedenssöldner. Gouverneur, cool. Das Ding hätte ich im Sack. Und hier erfülle ich immer noch nicht die Anforderungen, wobei ich nicht kapiere, was dazu noch nötig ist. Rebellion anzetteln. Seltsam, ne? Seltsam, seltsam. Du erfüllst nicht die Kriterien. Obwohl die voraussetzt für die Freischaltung. Ist ja seltsam. Seltsam, seltsam. Woran liegt das wohl? Da fehlt irgendwie eine Info, oder? Bin ich blind? Sieht das jemand? Ich sehe es nicht. Es ist soweit, ne? Hä? Wo ist es hin? Da. Da ist es. Ermordung 1 von 3. Oh. Krasse Sache. Los geht's. Organisiert ein Attentat auf den Anführer der Zielfraktion. Kann gleichzeitig mit anderen Missionen gestartet werden. Mission organisiert. Mission organisiert. Infiltration. Organisiere deine Mission. Potenzielle Quelleuntersuchung ausgeben. Chance auf sofortigen Gefangennahme des Agenten. Zusätzlich Agenten rekrutieren. Missionsdauer plus 200%. Politische Quellen nutzen. Chance auf Gefangennahme des Agenten beim Start. Des Einsatzes plus 20%. Plus 2 Agenten werden gefangen genommen, wenn der Einsatz entdeckt wird und zur Erfassung von Agenten führt. Ist doch alles scheiße. Oder sehe ich das richtig, hä? So wie es aussieht, ist das alles scheiße. Missionsdauer plus 200%. Das ist dann alles Mist. Das ist Mist und das ist Mist. Agenten beim Start des Einsatzes plus 20%. 2 Agenten werden gefangen genommen, politische Quellen nutzen. Alles Mist. Oh, guck mal hier. Er wehrt sich gegen diesen Versuch. Also, oh, Con, bring auf, was sie haben. Viel ist es nicht mehr. Vergiften, Massenmanipulation.
Wo ist denn noch ein Dorf mit Dings hier? So. Wurzelwurf, Tasche ausrüsten, Reserven vergiften. Ha, jetzt muss er wieder umdrehen. Weil da hinten eine Revolution gestartet ist. Tarnsonde. Das brauchen wir wahrscheinlich noch. Neues Dorf kontrolliert. Super. Speissammler. Always stay alert. Na, warum leckt das denn immer hier? Was soll denn das? Lead us to freedom. Listening. We trust you, Liet. Lead us to freedom. Die Revolution hält weiter an. Das hier dauert elend lang. Wo ist denn meine U-Bahn-Truppe hier? Da sind sie. Da sind sie aufgeploppt. 496. Eine Mission, eine Dings kann ich neu erobern. Und dann ist wieder matt. Kommunikationsanfrage. We have no fear. They'll meet our customs.
Sieht gut aus, oben geht's gut. So, da haben wir irgendwo zwei Truppen rumstehen. Mal sehen, ob du so einen langen Marsch überlebst. Der würde da durchgehen, ne? Das ist natürlich bitter. Listening. 1080 Gesundheit und 163 Vorräte. Bin mal gespannt, wie krass das hier gleich abnimmt. Und los geht's. Dürfte aber hinhauen, oder? Und hier gibt es ja keinen Vorratsverlust mehr. Es wird wohl klappen. So, das ist befreit. 512. 438. Bleibt das bei 438 oder steigt das, wenn die befreit sind? Oh, da kommt wieder eine Truppe, irgendwas. Beim Tod erhalten kämpfende Verbündete Einheiten in der Nähe 20 Kraft. Nett. Oh, das war ja keine Bedrohung. Kommunikationsanfrage. Es gibt viele Unannehmlichkeiten auf Arrakis, die sich nicht beseitigen lassen. Ich begrüße es, dass du einer der wenigen bist, die ich mit Leichtigkeit aus dem Weg schaffen kann, ja. Ich denke, die KI leidet unter Realitätsverlust. Aber, naja. Ist noch eine Alpha, ne? Man möge es ihr vergeben. Ne, das ist ein Quatsch. Das ist eigentlich Unsinn. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir theoretisch auch nicht. Weiß verkaufen brauche ich auch nicht. Das geht gerade nicht. Nicht zugewiesener Agent. Zack. Gleich ist es soweit. Dann wird der Erste sterben. Oder auch nicht. Wir werden sehen, was passiert. Ja, Jungs, ihr macht doch gar keinen Spice mehr, ne? Ihr macht doch, was habt ihr denn noch an Spice-Produktionen? Die Akon haben hier ein Feld. Und hier haben sie ein Feld. Das wird wohl nicht ausreichen. Um die Menge zu produzieren. 3000 sollten wir jetzt besorgen. Ist voll heftig. Voll heftig. Laufende Mission. Ermordung 1 von 3. Mission läuft. Jetzt sind wir gespannt. Müsste ja jeden Moment soweit sein.
Yes. Ericus belonged to. Jetzt ist was passiert. Verbündeter Agent gefangen genommen. Einsatz entdeckt. Mission erfolgreich. Infiltrationsmission war erfolgreich. Lauf der Kampf. Was macht ihr denn hier? Oh ne, das war jetzt nicht so schlau von mir. Flieht! Was macht ihr denn da? Handelsanfrage. Ach, guck mal, ich krieg meinen Agent wieder. Und muss dafür das hier alles blechen. Oh nein, danke. Behalte mal den Agenten. Ich schieb den neuen rein. Und dann kann ich das nochmal versuchen. Aber hat er jetzt schon einen verloren? Sieht man das irgendwo? Ermöglicht das Einsetzen von Bedrohungen, um Ressourcen auf Kosten der Beziehung zu erpressen. Ich erpresse. Pressen. Hier, da. Oh, geht nicht. Da könnte ich ein bisschen Kohle opfern, dann hätte ich meinen Agenten wieder. Naja, viel macht's nicht aus. Oder ich könnte einen Agenten, einen Gefangenenaustausch. Einen Gefangenenaustausch könnte ich machen. Du bist dein Agent und ich krieg meinen Agenten. Was hältst du davon? Ja, hat funktioniert. Oh ne, einer auf Gegenspionage wäre ganz gut. Oder besser gesagt, zwei. So, Ermordung 2 von 3. Cool, es geht nochmal los. Mission organisieren. Schon wieder diese Geschichte. Politische Quellen nutzen, wieder verlängern oder aber das hier. Zwei Agenten werden gefangen, wenn der Einsatz. Das ist ja alles. Ist ja alles Käse, ne? Oh, da hatte ich eigentlich gar nicht vor. Upsi. Schade, dass die sich nicht, dass die sich hier nicht heilen können. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Heilung wäre ganz wichtig. Ein paar Truppen jedenfalls. Wie sieht es mit Vorräten aus? Die sind alle voll, oder? Ja, dann lauf mal. Lauf mal hier hin. Kannst auch noch dahin laufen. So, und der Rest ist ja alles. Ja, okay. Super. Hey, guck dir das an, meine Kollegen greifen mit mir an. Wie cool ist das denn? Ist natürlich frage, ach, wir werden mal ausprobieren, gucken, was passiert, ob das geht, ob man mit denen angreifen kann, weil ich kann die nämlich hier auch, sehe ich gerade, direkt angreifen. Aber ich bin ja mit denen eigentlich verbündet, deswegen ist es hier eigentlich blöd, dass ich die angreifen kann. Wir werden mal gucken, was passiert.
kann die nicht umbringen. Ah, ich kann die nicht umbringen. Er frisst sie alle! Und jetzt, kann ich jetzt angreifen? Oh hier, schöner Bug. Ah, jetzt kann ich sie töten. Oh, ich könnte das Dorf sogar erobern. Das ist ziemlich nah an der Hauptbasis, das ist super, das wird ein Brückenkopf. Das nehmen wir. So, alle aktiven Charters sind aufgehoben. Ja, echt? Oder was? Ist das hier dann? Unterstützen wir nicht. Das hier unterstützen wir. Und das wollen wir nicht. So. Wir müssen was Neues forschen. Aktuell läuft keine Forschung, das ist schon mal schlecht. Ein befreundetes Siege. Ein Siege ist dir freundlich gesinnt und bereit, ein Bündnis einzugehen. Ich dachte, wir hatten das schon. Hä? Was soll das? Wir sind doch schon... Weil wir zusammen gekämpft haben, hat sich das aufgelöst. Ja, das ist ein Manko, ne? Das ist natürlich kacke. Es sollte eher so sein, dass das hier, wenn du mit dem verbündet bist, dass du die auch nicht angreifen kannst, weil die dich angreifen, ne? Das ist schlecht. Bist mit denen verbündet und trotzdem, wenn man zusammen kämpft, gibt es auf die Nuss oder wie? Richtig toll geworden hier. Richtig, richtig toll geworden. Hier oben ist noch ein Spicefeld, da ist noch ein Spicefeld. Das ist auch ein bisschen schade. Guck mal, er breitet sich nach dahin aus. Interessant. Es ist auch ein bisschen schade, dass man... Hier ist noch ein Spicefeld, das will er wahrscheinlich haben. 291 nur. Hä? Und wieso ist das dann rot? Achso, weil ich noch nicht so viel habe. Ich habe das ist voll, aber das nicht. Interessant. Lead us to freedom. This path is dry. So, der wird das bestimmt haben wollen. Deswegen werden wir das verteidigen müssen. Setzung, die Kosten sind hier viel niedriger. Und hier hinten sind sie wahrscheinlich wieder extrem hoch, ne? Ja. Es liegt wahrscheinlich im Abstand zur Hauptbasis. Also die ganze Karte zu erobern wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Ja, ja. Quatsch du Mann. Wartungszentrum habe ich mit erobert. Zeremonienhöhlen.
Ressourcendefizit. Du hast keine Kommandopunkte. Stände übrig. Errichte die relevanten Gebäude in diesen Dörfern. Was ist jetzt passiert? Kommandopunkte Defizit. Wasserdefizit, was ist passiert? Wie ist das denn passiert? Raumgildebestechung. Hier passiert. Hä? Was war das denn für ein wenig Rasansturm? Wenn du bis Hauptgebäude sitzt, geht, dann fallen die Dinger hier aus oder wie? Na, schon bitter, ne? Ein verbündeter Agent wurde gefangen genommen. Mission erfolgreich. $5000 kostet das nächste Mal. Gerade miese, also muss ich mehr Kohle machen, wo bezahlen kann. Hey Hakon, hast du nicht Kohle am Start? Ne, du bist pleite. What do you want? Du bist pleite, Kollege. So. Ich habe nicht viele Spezialregionen, die ich kontrolliere, glaube ich. Das könnte ich noch machen. Belagerung im Gange. Ich habe den vergessen. Unterweltkontakt. Ein Agent abziehen. Voraussetzung: Belagere zwei Dörfer in einer Fraktion. Erhalte Agenten mit Eigenschaften Gespenst. Oder organisiere einen Spionageeinsatz. Das ist ja nicht so schwer. Das kann ich eben noch machen. Erhalte 1000 Solari. Perfekt. Das ist so ein Spionage-Einsatz, ne? Achso, ich muss da rausgehen.
Guck mal, Raketen, wir verschießen nicht mal. Als hätten wir Frieden, haben wir aber nicht. Feindaktion, du verstößt gegen die Abkommen und wirst mit Strafen belegt. Du verstößt gegen militärischen Druck noch 56 Tage. What? Ist mir scheißegal. Mal gucken, was passiert. Die skrupellosen Arkanen haben keine Gnade verdient. Ich kann das nicht erobern. Ich kann das nicht erobern. Seltsam. Strafen, habe ich irgendwo Strafen gesehen? Autoritätserzeugung, Instand, Rekrutierungskosten für Einheiten, Arbeitskraft, Instandhaltung. Was sind wir dagegen? Ressourcendefizit, da ist das schon wieder. Sandsturm entdeckt. Und weg ist es. Das ist doch, was ist das für eine kranke Scheiße? Hat jemand hier ein Wetterkontrollsystem oder ist das ein Bug? So, 5000 war das, ne? 5000, ja. Neues Dorf kontrolliert, cool. Gebäude. Spice-Sammler. Voll das Tempo angezogen hier. Ja, komm schon, ich will es zu Ende bringen. Oh, hä? Was habe ich gemacht? Der Landrat hat mich als offiziellen Gouverneur von Dune anerkannt. Wie denn das jetzt? Ist da irgendwie so ein Dings gewesen noch? Das war auf jeden Fall der politische Sieg. Ich habe nun jetzt nicht echt keine Ahnung, woran das lag. Aber wir haben gewonnen. Game over. Sehr schön, Dankeschön, super. Jetzt würde ich gerne wissen, woran das lag. Was habe ich denn geschafft? Also das ist es nicht. Und das ist nur das hier. Für 60 Tage Gouverneur zu bleiben, führt zu einem politischen Sieg. Ach so, das ist das. Das war der politische Sieg. Ja. So geht das. Das war's. Wir haben gewonnen. Da guckst du Wahakon, aber ich könnte ihn immer noch in den Staub schießen hier, ne? Ich könnte immer noch sagen. Ich kann sie nicht töten. Ja. Abgespacete Scheiße. Na nee, gut, egal. Ist wahrscheinlich liegt wohl noch an der Alpha. Diesen Bug wollen wir mal verzeihen. Das Game ist sowieso geschafft. Oh, guck mal, wir haben massenweise Spice hier. 5000. Da können wir jetzt alles verkaufen.
Und wir können das hier nicht besiegen. Voll dämlich. Hat das, ist das mit der Strafe zu tun? Du hast eine Strafe bekommen, weil du diesen Dings nicht gemacht hast? Diesen, wie heißt es jetzt? Das Abkommen nicht eingehalten hast? Und weil du das Abkommen nicht eingehalten hast, das hier? Kannst du dann nicht mehr die Gegner töten oder sowas? Kein Plan, seltsam. Seltsamer Bockmist. Seltsamer Bockmist. Kannst du mir mal erklären, was das ist für ein Problem? Für all deine Kohle. Und du kriegst von mir dafür... keine Ahnung. Spice? Oh ja, es steht auf Spice. Oh ja, es steht auf Spice. Und wie auf Spice steht. Er steht sogar richtig auf Spice. Weil er keinen Spice mehr hat. Ich brauche deine Kohle, um einen Auftrag einzuleiten, um dich zu töten. Und das unzureichende... Achso, ist fast geschafft hier. Stufe 3 bräuchte ich da. Fast geschafft. Na, geht's hier noch weiter? Achso, das ist Pause. Ah, immer. Das ist doch. Ist das. War früher nicht, oder? Früher, wenn ich darauf gegangen bin, konnte ich das hier. Aber jetzt geht's nicht mehr. Handelsanfrage. Nein. Nein, wir wollen dich eben nur noch knirschen. Du Knaller, du. Klatschen will ich dich noch eben schnell. Ich will den Chaos machen, mach fertig hier. Mein Dorf immer noch, ja, es leuchtet noch. Wir sind der Gouverneur. Ich bin der Boss. Ich bin der Boss, du Sack. Oh ja, noch nicht mal hier Gebäude. Hat er womöglich wieder alle abgerissen, um seine Ressourcen tragen zu können. Ja, es ist gemacht. So. Missionskomplikation. Da haben wir es wieder. Ermordung. Wähle eine Option, um die Mission fortzusetzen. Dafür fehlt mir das Ansehen im Landrat. Chance auf sofortige Gefangennahme des Agenten. Missionsdauer 100%. Chance auf sofortige Gefangennahme. Was ist das denn? Nichts machen? Einen Sündenbock opfern. Ist die Mission deswegen gescheitert? Ne, ich verliere nur einen Sündenbock. Einen Sündenbock. Scheiße. Aktion. Ja, sie sind noch am Leben. Ich dachte, ich hätte sie umgebracht. Das ist dann so ein 3-Stufen-Aktion, diese Ermordung. Das warten wir auch nochmal eben ab. Feindziele Einheiten im Hoheitsgebiet. Schade, ich dachte, der Raketenwerfer schießt auf die. Mit seinen Truppen kann er nicht viel ausrichten.
Oh, ich schnell plündern kann. Bang, geplündert. Oh krass. Oh krass, wie schnell plündern kann der Sack. Tötet die Sau, tötet die Akonne, tötet sie, tötet sie, tötet sie. Ja, haben sie gekillt. Gegenattentatmission entdeckt. Cool. Gegenattentatmission entdeckt. Die Fraktion Haus Akon hat eine Gegenattentatmission gegen dich gestartet. Zellensäuberung, daher verlierst du eine Infiltrationsstufe auf diese Fraktion. Aber die Dings läuft weiter, ne? Gegnerischer Agent gefangen genommen. Ja, endlich kann ich sie wieder knetschen. Mach den Sack zu! Oh, hier ist wieder nicht. Ein Lebenspunkt. Ich kann es wieder nicht machen. Es ist verbuggt. Wir müssen fliehen. Mission-Komplikation, nochmal. Fehlinformationen verbreiten. Chance auf sofortige Gefangennahme 20%. Und schon wieder ein Gefangener, ein Agent gefangen genommen. Meine Güte, die Mission ist aber schwer, du. Was brauche ich denn dafür? Schießt jetzt keine Rolle mehr. Es läuft. Wenn es läuft, dann läuft's. Wenn es läuft, dann läuft's. Was ist jetzt passiert? Mission-Komplikation. Schon wieder?
Täuschungsmanöver einsetzen. Ausgaben. Ordentlich. Ist alles Mist. Das machen. Das ist richtig krass, ey. Nein, was machst du denn da? Was ist das jetzt los? Einziger einer so. Was ist das hier noch? Landratskonzilgeschichte. 200 wohl das Maximum. Höher geht's nicht mit diesen Rebellionsgeschichten. Oh oh, Wurm. Jetzt muss ich runter. Da haben wir ihn umgebracht. Das war's. Jetzt ist er gekillt worden. Mission erfolgreich. Jetzt kann ich auch gar nichts mehr machen, ne? Ne, die Dings ist vorbei. Ich kann nur rumlaufen. Es gibt keine Gegner mehr. Die Miete muss ich nach wie vor blechen. Keine Agentenaktion mehr. Forschung geht noch. Ich könnte noch alles erforschen. Und ich könnte noch die Dörfer erobern. Wenn ich wollte. Aber ansonsten ist auf jeden Fall Dune jetzt hundertprozentiger Eigentum der Fremen. Okay. Schön, dass wir das rausgefunden haben. Ansonsten kann man daraus regelrecht noch so ein Endlosspiel machen, wenn man Bock hat. Und wenn man es unbedingt möchte, die gucken, dass man den ganzen Planeten irgendwie erobert. Weil das hier anscheinend immer noch geht. Alle Spicefelder erobern oder was weiß ich. Ja, egal. Passt. Passt. Das war's, Jungs und Mädels. Es war mein Vergnügen, euch eine Show zu liefern hier, das Game zu reißen. Kann ich nicht wegdrücken. Neues Dorf kontrolliert. Ne, falsch. Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen buggy wahrscheinlich. Landrat gibt sowieso keiner mehr, der gegen mich stimmen kann. Es gibt keinen Hossakon mehr, was soll der Quatsch? Hauptbasis steht unter Dingsbums. Das hat sich alles erledigt hier. Wenn ich so mache, dann kriege ich alles. Es gibt keine anderen Stimmen mehr möglich, oder? Da bin ich scheuert. Wahrscheinlich fliegt das raus am Ende oder so. Wenn du einen Sieg errungen hast, ist das dann das Game vorbei. Ja gut, egal. Jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Haut rein, Leute, und bis dann.